Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zum nächsten Ankündigungsvideo, dieses Mal zum Zookeepers Animal Pack oder Tierpfleger Tierpack, so wie es ja wahrscheinlich dann auf Deutsch heißen wird. Ein News-Video zu Planet Zoo. Wir haben den Trailer, den schauen wir uns jetzt gemeinschaftlich an und dann analysieren wir den ganzen Spaß. War das nicht cool? Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, diesen Trailer hier zu zeigen, denn an dieser Stelle danke an Frontier, die haben mir nämlich vorab Zugang sowohl zum Trailer als auch zu einigen Screenshots gegeben, die wir uns gleich auch nochmal gemeinschaftlich anschauen werden. Der ganze Spaß findet dann am 15. Oktober statt und das Ganze kommt mit dem nächsten Update, also auch mit dem Geburtstags-Update. Da freue ich mich ganz drauf. Wir sehen auch die ganzen Lampignons im Hintergrund und so weiter und so fort. Es wurde ja gemunkelt, was für ein DLC es sein soll und es ist das Zookeepers Animal Pack. Ich freue mich auf jeden Fall ganz doll darauf. Lass einfach mal reinschauen, was alles so in diesem Pack sein wird. In diesem Pack werden nämlich einige Sachen drin sein und zwar werden wir 7 Tiere bekommen. Wir bekommen 7 neue Tierarten mit ins Spiel, darunter der Manul, den wir hier sehen können. Wir bekommen den Mantelpavian, den wir hier sehen können. Wir bekommen die Schraubziege, die wir sehen in diesem Screenshot hier. Dann haben wir den Brillenbären im Trailer gesehen. Dann gibt es die Spornschildkröte, den Kirk Dick Dick und den Sifaka. Das ist ein Lemur. Und wir haben 7 Tiere. Es ist nicht bekannt, ob es ein Vivarientier gibt. Wahrscheinlich nicht. Das bedeutet, dass das hier ein Animal Pack ist, bei dem es kein Vivarientier gibt, was ein bisschen überraschend ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Dafür können wir allerdings sagen, dass es 95 neue Bauteile gibt oder über 95 Bauteile. Und das, finde ich, ist eine coole Sache. Das bedeutet, dass das hier zwar ein Animal Pack ist, aber wieder mit Bauteilen, so wie wir es beim Barnyard Pack, also beim Scheunenhof DLC auch gesehen haben. Außerdem bekommen wir ein neues Enrichment Item, was natürlich auch mit dem Update geschuldet ist. Und der Leopard kommt natürlich auch, der afrikanische Leopard, als Free-Update. Das darf man natürlich nicht vergessen. Das ist aber nicht mit dem DLC verbunden. Das erscheint einfach nur gleichzeitig. Insgesamt ist das Zookeepers Pack, wie gesagt, über 7 verschiedene neue Spezies, also neue Tierarten, die wir hier ins Spiel bekommen. Und natürlich gibt es auch eine neue Challenge, und zwar dieses Mal die 5-Jahres-Challenge von Frontier, beziehungsweise der Frontier Zoo, der hier gemacht wird, indem wir uns natürlich mit der gesamten unvergesslichen Planet Zoo-Geschichte und Emma Goodwin auseinandersetzen. Also wir werden Aufgaben lösen von Emma Goodwin und auch von Frontier, die dann ja quasi mit reingebracht werden. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Die DLC-Challenges sind immer sehr, sehr cool. Insgesamt fühlt sich das Ganze aber entweder an wie ein Geburtstag oder wie ein Abschied. Ich weiß nicht, das darf jeder für sich selber entscheiden, wie sich das für euch anfühlt. Ich finde, es ist ein schöner Geburtstag und sollte das ein Abschied sein, ist es vielleicht auch ein ganz schöner Abschied dadurch, dass wir jetzt ein Tierpfleger-Tierpack bekommen und nicht nur ein Gebirgs-DLC, wie es quasi spekuliert wurde, muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben noch ein paar andere Screenshots, die wir uns natürlich auch noch angucken, aber wir gucken erstmal in den Trailer. So, schauen wir uns gemeinschaftlich jetzt erstmal den Trailer an. Hier auf ganz entspannt gucken wir uns den Trailer an. Hier sehen wir eine kleine Overview. Das wird natürlich das Kampagnen-Ding sein aus dem Event, hätte ich beinahe gesagt. Also aus dem DLC, die Kampagnenkarte, hier die Karriere. Hier ist auf jeden Fall ein Gehege. Ich glaube, hier leben die Manule. Hier hinten müssten die Paviane leben. Hier sehen wir schon neue Items. Diese Blumen und diese Ballons und so sind, glaube ich, neu. Insgesamt ist das Ganze auch diese Festzelte hier sehen auch relativ neu aus, muss ich sagen. Und hier gibt es neue, so wie ich das hier sehen kann auf jeden Fall, neue Bänke, was ich sehr, sehr cool finde. Insgesamt eine sehr coole Map. Das sieht aus wie hier eine Stadt, die wir auch auf einem Screenshot noch sehen werden. Und dann insgesamt hier diese ganzen Tiere. Hier werden wahrscheinlich die Schraubenziegen sein. Und das hier wird wahrscheinlich das Brillenbär-Gehege sein. Aber werden wir mal sehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich dieses DLC anbietet. Aber gerade auch dieser Festplatz hier auf der linken Seite gefällt mir sehr, sehr gut, auch mit diesen Blümchen, die finde ich ganz süß. Hier sehen wir dann auch nochmal, wo die Leute durchgehen. Hier gibt es nicht so viel zu sehen, weil das sind alles Items, die wir so gesehen schon im Spiel haben, wenn der Zaun hier nicht neu sein sollte. Hier sehen wir dann den ersten Shot vom Manul, die immer sehr grimmig aussehen, grimmige Katze.
Der Mandul. Jetzt heißt es wahrscheinlich die Mandule. Wie sie auch fighten. Hier sehen wir einen kleinen Blick in das Habitat, in das Gehege des Pavians, die mega nice sind. Hier gibt es nicht so mega viel Kletterstuff, aber insgesamt Paviane ja eh immer so auf dem Boden unterwegs. Und ich finde, das ist eigentlich cool, weil die gab es bis jetzt ja halt noch nicht und die habe ich mir sehr, sehr gewünscht, dass sie drin sind. Hier sehen wir nochmal einen neuen Shot von den Bänken. Das sehe ich jetzt das erste Mal. Es werden also neue Bänke sein. Aber hier, das sieht auch aus wie neue Festbänke und so. Mit kleinen Stühlen, so Klappstühlen und so. Holt den Klappstuhl raus, Freunde. Holt den Klappstuhl raus. Sehr, sehr nice. Hier sehen wir dann einen Shot vom Pavian, der sich das anguckt. Und hier sehen wir natürlich auch das Merkmal des Pavians, wollte ich einfach nur mal so gesagt haben. Diese Lampignons hier sehen auch neu aus. Ganz cool. Das sieht alles sehr geburtstagsfeiermäßig aus. Hier sehen wir nochmal diese Bänke. Aber es sitzt noch keiner drauf, ne? Muss ich auch mal so ganz nebenbei sagen. Es sitzt keiner auf diesen Bänken. Bei diesen Feststühlen, wenn man das so sagen kann. Hier sehen wir, wie die Paviane dieses Spielzeug, das Wasserspielzeug benutzen und auch wie sie hier oben sitzen, auf dieser Brücke sitzen. Ist halt ganz cool. Die Babys sehen halt super süß aus, ne? Das sind dann die Weibchen und das sind die Männchen. Das ist eigentlich ganz nice. Hier sehen wir den ersten Shot von den Brillenbären und wir sehen noch ein bisschen mehr von den Festzelten. Und hier sehen wir den letzten Shot von Brillenbären und dann wird das Ganze durchgegangen. Und am 15. Oktober kommt das neue DLC in den Steam Workshop. Kann man sich jetzt schon mal wishlisten an dieser Stelle. Generell muss ich ja an dieser Stelle auch einfach mal sagen, das DLC und auch das Update kommt ein wenig später für die Konsole raus. Das weiß man noch nicht, wann genau das kommen wird. Wir haben noch ein paar Screenshots, die wir uns angucken können. Hier sind also die Screenshots, die wir uns noch anschauen können, die Frontier mir glücklicherweise zur Verfügung gestellt hat. Wie gesagt, Dankeschön. Ich finde hier diese Gehegebegrenzung mit diesen neuesten wilden Hecken sehen sehr, sehr cool aus. Ich bin mal gespannt, weil das sieht irgendwie nicht so aus, als hätten die Mitarbeiter hier irgendwelche Eingänge über diesen Gehegen. Keine Ahnung, wo die reingehen. Davon weiß man ja noch gar nichts, aber das wird wahrscheinlich irgendwo hier sein. Aber es sieht nicht so aus, als hätten die Pfleger irgendwelche Eingänge. Generell muss man sagen, hier sehen wir die Brillenbären, da sehen wir auch einen Babybären tatsächlich. Hier wird das Paviangehege sein. Wahrscheinlich sind hier die Manule drin. Oder die Schildkröten, muss man einfach mal sehen. Könnten auch hier hinten sein, die Schildkröten. Meistens ist das ja hier so das Ding, wo man dann echt viel sehen kann. Hier sehen wir auf jeden Fall diese neuen Bauteile mit den Blumen, diese Bögen und insgesamt hier so ein Festplatz. Das hier sieht sehr interessant aus, aber das werden wahrscheinlich nur Hölzer sein, die in den Boden eingelassen wurden. Genauso wie das hier einfach nur Steine sind, die in den Boden eingelassen wurden. Ansonsten sehe ich hier relativ wenig neuen Kram auf jeden Fall. Hier ein Screenshot vom Pavian. Den haben wir ja eben auch schon gesehen im Trailer. Ich muss allerdings sagen, die Tiere im Planet Zoo werden immer besser und besser. Mittlerweile hat das ja einen Standard übernommen, also wo sie halt sehr, sehr gut aussehen, die Tiere. Und das muss man hier dem Ganzen auch nochmal lassen. Hier bei dem Brillenbären natürlich auch. Ich weiß nicht, brauchen wir nochmal einen Bären? Gefühlt brauche ich jetzt nicht nochmal so einen Bären. Brillenbär ist ganz cool, dass er drin ist. Fühle ich jetzt irgendwie nicht. Also Pavian sehe ich auf jeden Fall deutlich mehr. Fühle ich auf jeden Fall deutlich mehr. Hier die Manule. Ist jetzt auch drin. Hier sehen wir nochmal das Stillbild, wo sie jetzt sich gleich prügeln werden. Da sieht man tatsächlich auch nicht so viel. Und hier ist ein Screenshot zum Free-Update. Denn insgesamt, wir sehen hier dieses Abonibo. Abonibo ist wahrscheinlich hier Festtagsbeleuchtung. Im Hintergrund sehen wir diesen Souvenirshop. Hier ist auch nochmal ein Souvenirshop. Ist eigentlich ganz cool, aber ich bin mir unsicher, ob es diesen einzelnen Apfel vorher schon gab. Aber das hier soll das Screenshot fürs Update sein. Weiß ich nicht, ob ich hier irgendwas gesehen habe, was es noch nicht gab. Bis jetzt ist mir auf jeden Fall nichts so ins Auge gesprungen. Aber das macht ja im Prinzip auch nichts. Das ist einfach nur, dass es ein Free-Update geben wird. Auch mit dem Leopard. Den haben wir jetzt ja schon gesehen, den Screenshot habe ich jetzt nicht mitgenommen. Aber ja, das Tierpfleger-Tierpack, so nenne ich das jetzt, bevor wir die richtige Übersetzung haben. Schreibt gerne mal in die Kommentare. 7 Tiere, 95 Bauteile, ist eigentlich ganz cool. Ist jetzt nichts, was ich, nichts, was mich jetzt aus den Latschen haut, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Dick-Dick, oder das Dicke-Dick, genauso wie die Schraubenantilope, ist halt ganz nice. Es sind ganz coole Tiere dabei, aber es gefühlt haben wir ja auch schon ellenlange Listen an Tieren ins Spiel bekommen, die wir auf jeden Fall gebraucht haben. Die hier, das sind jetzt gute Verbesserungen. Hier ist mein Highlight auf jeden Fall bis jetzt, der Pavian. Ich bin mal gespannt,
wenn wir das Spiel dann zwischen die Finger bekommen, also ihr und ich, am 15. Oktober. Ich freue mich trotzdem drauf, muss man auch an der Stelle mal sagen. Ein DLC ist immer ganz cool. Aktuell fühlt es sich an wie eine Abrundung des Spiels, dass wir dann so auch rausgehen aus der ganzen Geschichte. Aber ich kann mich auch täuschen, es kann ja auch nochmal ein DLC oder zwei kommen. Finde aber, dass das auch mit diesem Geburtstag und das ganze Feiern von Frontier und so, es fühlt sich so an, als sind wir jetzt dann doch auf der Zielgeraden. Das tut mir wirklich leid, ich möchte eigentlich nicht mehr diese Töne anstoßen, dass das Spiel ein Ende findet, aber das DLC hier fühlt sich schon an, als wäre das Ganze dann zu Ende mit dem ganzen Feiern von Planet Zoo. 5 Jahre hat das Spiel insgesamt auf dem Buckel. Ich sehe auch, dass es einige Verbesserungen noch geben muss in der Engine und so weiter und so fort. Das sehen wir dann auch bei Planet Coaster 2. Darum soll es jetzt gar nicht gehen. Es soll hier ein Informationsvideo zum DLC sein. Ich hoffe, ihr seid jetzt informiert. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr euch dieses DLC holen werdet, ob ihr gehypt seid. Der Hype ist jetzt nicht so mega riesig bei mir, aber ich freue mich drauf. Das kann man an dieser Stelle mal sagen. Danke auf jeden Fall fürs Zusehen. Lasst gerne ein Abo und ein Like da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Abonniert diesen Kanal, wie gesagt, sehr, sehr gerne, wenn ihr nichts mehr verpassen möchtet zu Planet Zoo und vielleicht auch zu anderen Spielen. In diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Haut erstmal rein.